Ein herzliches Hallo und ein wunder, 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 wunderschönen guten Tag. Ich grüße dich und herzlich willkommen bei diesem Video. Und in diesem Video geht es um die Basis von dem Celebrate Your Business Passion Projekt. Das heißt, auf welcher Basis beruht das Ganze? Und um da ein bisschen auszuholen, möchte ich vielleicht die aktuelle Situation von Unternehmen, von Wirtschaftsmodellen, von Unternehmensmodellen und so weiter ein kleines bisschen beleuchten. Wo stehen wir jetzt? Jetzt stehen wir, vor allen Dingen hauptsächlich, die meisten Unternehmen sind noch so sehr geprägt von, ich sage es mal ein bisschen harmlos ausgedrückt, von Ressourcenverschwendung. Und wir verschwenden die Ressourcen unserer Umwelt, von Menschen, von Materialien und so weiter und streben nach höher, schneller, weiter. Und das ist etwas, vor allen Dingen geht es darum, um Gewinnmaximierung. Es geht um Aktionäre, es geht nicht um den Menschen an für sich, sondern es geht vielmehr um diese monetären Themen und um Macht. Und genau diese Themen, das ist jetzt, das stirbt immer mehr aus. Wir können das schon teilweise sehen, aktuell sehen oder beziehungsweise auch erahnen. Und ich kann das sagen aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin mit sehr vielen Unternehmen in Kontakt und begleite auch sehr viele Unternehmensgründungen, Solopreneure, Seelenbusiness Owner. Und in diesem Kontext tut sich so, so, so viel. Allerdings sehen wir das noch nicht zum Beispiel auch in den öffentlichen Medien oder in den normalen Medien. Und ich möchte mit diesem Video dich inspirieren, ein bisschen nachzudenken, welche Art von Unternehmensmodellen, welche Art von Wirtschaftsmodell wollen wir eigentlich in Zukunft haben? Für welche Unternehmen wollen wir denn wirken? Welches Unternehmen wollen wir vielleicht selbst initiieren? Wollen wir vielleicht selbst gründen? Wollen wir wirklich Unternehmen gründen, die auf Gewinnmaximierung, Ressourcenverschwendung basieren? Ich glaube nicht. Wie gesagt, aktuell passiert unheimlich viel, was noch nicht so sichtbar für jedes. Aber ich sage, was ich jetzt stark wahrnehme, ist, dass viele, viele Unternehmen, die wir eigentlich gar nicht mehr wollen, die vielleicht auch Produkte, Dienstleistungen und sonstiges herstellen, die eigentlich nicht der Allgemeinheit dienen, die eher, ja, wie gesagt, dazu dienen, vielleicht ein paar Menschen reicher zu machen oder auch vielleicht dazu beizutragen, dass es allgemein nicht so gut ist, ja, ob das jetzt Nahrungsmittelbereich ist, Automobilindustrie und so weiter. Also das kann man ja schön beobachten. Und was jetzt passiert, ist einfach, dass immer mehr Unternehmen werden verschwinden. Und bei diesem Verschwinden machen aber viele Unternehmen ziemlich viel Lärm noch, ja. Also das kennen wir vielleicht nicht nur aus diesem Bereich, sondern auch aus anderen Bereichen, wo man sieht, dass manche Bereiche jetzt einfach nicht mehr funktionieren, aber diese Bereiche, die nicht mehr funktionieren, die auch nicht mehr der Menschheit dienen, den Menschen dienen, machen beim Sterben ziemlich viel Lärm. Und genauso ist es mit diesen Unternehmen, die ich eben beschrieben habe. Auf der anderen Seite entsteht gerade eine völlig neue Kultur, eine völlig neue Orientierung, auch was Unternehmen betrifft, was Business betrifft. Und für mich ist es ein sehr wichtiger Bereich, ist eben dieses seelengeführte Unternehmertum. Das heißt, wir sind nicht mehr daran orientiert, dass wir Gewinne maximieren und sonstiges, sondern dass wir uns von unserer Seele führen lassen und dass das, was wir als Unternehmen gründen, egal ob es jetzt ein Mann-Frau-Unternehmen ist oder größer, dass es Allgemeinheit dient, dass es ein Geschenk ist. Und genau das ist eigentlich das, was ein seelengeführtes Unternehmertum ausmacht. Sind Unternehmen, die die Welt schöner, großartiger, wundervoller, friedvoller, freiheitlicher gestalten wollen, die Produkte und Dienstleistungen herstellen wollen, die ressourcenschonend sind, die diesen Kontext Mensch und Unternehmen und eben das Gemeinwohl im Sinn haben, also diesen Dreiklang. Und was mittlerweile sich auch schon seit einigen Jahren so ein bisschen entwickelt, das ist noch nicht so in der Öffentlichkeit, aber es kommt immer mehr, ist dieses Thema Gemeinwohlökonomie.
Und das ist etwas, was ich sehr, sehr spannend finde und was ja vielleicht auch im Grunde lehnt sich das auch ein bisschen ein seelengeführtes Unternehmertum an. Und ich möchte dir heute mitteilen, welche Basis mich ein seelengeführtes Unternehmertum, ja, was diese Basis ist und was du letztendlich auch bekommst, in Anführungsstrich, wenn wir gemeinsam wirken. Und diese Basis ist für mich drei Buchstaben und das ist Elle. Und Elle steht für, und zwar in dieser freien Folge, Erfüllung, Leichtigkeit, Erfolg. Das bedeutet, wenn wir erfüllt sind, wenn wir sozusagen das tun, was wir wirklich wollen und uns das erfüllt, als Unternehmer, als Unternehmerin, als Gestalter, als Gestalterin, als Leader der neuen Zeit, dann und sozusagen hier Leichtigkeit unseres Seins führen lassen, letztendlich von unserer Berufung, also unserer Berufung folgen, dann zeichnet sich das auch in einem erfüllenden Erfolg aus. Und so ist, das ist die Basis. Ja? Erfüllung, Leichtigkeit, Erfolg. Denn ein seelengeführtes Unternehmertum basiert immer auf der eigenen Berufung, basiert immer erstmal auf dem Menschen, der dieses Unternehmen gründet, dieses Unternehmen oder die Menschen, die das Unternehmen gründen. Und es geht darauf, dass wir uns hier führen lassen, dass wir das große Ganze sozusagen nicht aus dem Blick behalten, dass wir nicht oder verlieren, dass wir nicht nur sozusagen sagen, ja, ich will ein Unternehmen und ich will mehr Geld und so weiter. Ein Unternehmen ist im Grunde keine Selbstbefriedigung. Ja? Es ist nicht nur dafür da, damit wir mehr Geld verdienen, unseren Lebensunterhalt uns ja, verdienen können und so weiter, sondern ganz im Gegenteil. Das, was uns, was sozusagen unser Unternehmen oder die Dienstleistung, die Produkte, die Projekte, die wir als Unternehmen nach außen bringen und die seelengeführt sind, die sind sozusagen die Antwort auf irgendein bestimmtes Problem in dieser Welt. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das klar machen, wenn wir seelengeführtes Unternehmertum betreiben, wenn wir generell das Thema Unternehmen auf einen ganz anderen Kontext oder einen ganz anderen Kontext sehen, eben nicht mehr, wie gesagt, aus diesem Kontext Gewinnmaximierung und so weiter, sondern dass unser Unternehmen dem Gemeinwohl dient. Ja? Und da schließt sich für mich ein Kreis. Und genau das brauchen wir jetzt. Wir brauchen Unternehmerinnen und Unternehmer, die bereit sind, diese Wege zu gehen, die bereit sind, tatsächlich sich von sich selbst führen zu lassen, von ihrer Seele führen zu lassen und ihren Beitrag zu übernehmen, auch Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln, für das eigene Initiieren. Weil was ich jetzt bei vielen noch sehe, dass viele noch in Unternehmen sind oder vielleicht auch selbstständig sind, aber Dinge noch tun, die sie eigentlich nicht mehr wollen und die auch mit Sicherheit nicht immer dem Allgemeinwohl dienen. Und du kannst dich selbst mal fragen, bist du noch vielleicht irgendwo angestellt oder bist du auch selbstständig und was machst du? Das, was du machst, welchen Beitrag bringt das der Allgemeinheit? Welchen Beitrag bringt es der Allgemeinheit? Trägt es dazu, dass diese Welt friedvoller, großartiger, liebenswürdiger, reichhaltiger erfüllen wird? Ja, und das sind die spannenden Fragen. Und ich kann dir sagen, dass im aktuellen Celebrate Your Business Passion Mentoring ist es genauso. Also es sind lauter Menschen, die sich selbst als seelengeführte Unternehmerinnen und Unternehmen sind, hauptsächlich Unternehmerinnen, Menschen, die ein seelengeführtes Business haben, beziehungsweise jetzt planen und die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für das, was sie nach außen bringen wollen und die nicht mehr erzählen. Weißt du, ich sehe das so oft, wir müssen unser Licht leuchten lassen, wir müssen jetzt nach außen gehen, wir müssen uns zeigen und so weiter. Und was passiert? Das sind oft bei vielen einfach immer noch, ich sage jetzt mal, einfach nur nette Sprüche. Und auf der anderen Seite gehen sie noch zum Beispiel irgendwelchen Jobs nach oder machen noch irgendwelche Tätigkeiten, die sie eigentlich gar nicht wollen und die mit Licht scheinen lassen und mit Expansion, mit Evolution auch nicht so viel zu tun haben. Und genau da ist es total spannend, das zu beobachten. Und du kannst mal selbst bei dir das checken. Wo stehst du? Bist du gerade so jemand, der in so einer gewissen Ambivalenz auch noch lebt und sagt, ja, okay, wir müssen das verändern und das, was jetzt ist, ist nicht mehr okay und das funktioniert nicht mehr und wir müssen jetzt unser Licht leuchten lassen und so weiter.
Und was tust du aber? Was tust du ganz praktisch, dass du das auch wirklich tust? Und ich sehe das jetzt, wie gesagt, auch im aktuellen Projekt, im aktuellen Celebrate Your Business Passion Mentoring, dass es so wichtig ist, dass wir diese Verantwortung übernehmen und nicht nur sagen, wir müssen tun oder es muss was geändert werden, sondern dass wir die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, was ist meine Einzigartigkeit? Welches Thema möchte ich in dieser Welt bespielen? Welches Thema, wo möchte ich dazu beitragen, dass diese Welt großartiger, wundervoller, schöner und so weiter wird? Wo ist mein Beitrag? Jeder von uns hat, ja, ist sozusagen ein kleines Puzzlestück oder auch ein größeres Puzzlestück und darf seinen Platz einnehmen. Und solange du aber nur davon sprichst und sagst, ich würde ja gerne, aber jetzt ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt oder es funktioniert nicht, das funktioniert nicht mehr. Und das wirst du selbst merken. Also ich merke das jetzt auch, in letzter Zeit bekomme ich auch ganz viele Menschen, die mir erzählen, dass sie krank sind, dass so vieles Menschen sich abwenden von ihnen, einfach dieses so viele Dramen sind gerade oder zeigen sich gerade. Und diese Dramen sind im Grunde immer ein Anzeichen dafür, dass wir nicht auf unserem Weg sind, dass wir, beziehungsweise die Einladung dahinter zu schauen, dass wir wieder auf unseren Weg kommen. Ja? Und es bedeutet für dich, wenn du jemand bist, der sagt, okay, ich spiele schon länger mit dem Gedanken, mich selbstständig zu machen oder ich habe so eine tolle Idee, aber ich weiß noch nicht, ob die Welt so weit ist und bereit ist, gerade jetzt, wo das doch so ist und überhaupt. Und da finde ich das so wichtig, dass wir ehrlich zu uns sind. Bist du ehrlich? Bist du ehrlich und sagst dir, okay, ich will etwas verändern und tust es auch? Übernimmst du Verantwortung? Hast du zum Beispiel deinen Job gekündigt oder deine Arbeitszeit verkürzt oder sonstiges? Hast du schon irgendetwas initiiert? Gehst du schon in die Richtung? Oder ganz ehrlich, quatschst du nur davon? Ja, das sind die spannenden Fragen. Und wie gesagt, die Basis für mich in meinem Wirken, in meinem Business und in dem, was ich sozusagen, wie ich Menschen begleite, ist eben dieser Dreiklang, dieses Elle, dieses Erfüllung, Leichtigkeit, Erfolg. Also die eigene Erfüllung ist sozusagen die Basis. Wenn wir nicht unserem inneren Ruf folgen, wenn wir uns nicht von unserer Seele führen lassen, wenn wir immer noch versuchen, unseren Verstand Dinge zu klären oder an um die Jobs ranzugehen, an was auch immer, dann ist es genau das, was uns immer mehr dazu führt, was wir eigentlich nicht wollen. Und ich sage es nochmal, ganz, ganz viele Menschen strahlen genau das aktuell aus, wollen das nicht mehr, was sie aktuell machen, sind aber nicht bereit, beziehungsweise haben viel zu viel Angst, in das Neue zu gehen. Und genau das steht aber jetzt an. Genau das ist das Thema, um was es geht. Es geht darum, dass du bereit bist, dass du dir das Neue erlaubst und dass du diesen Weg auch gehst. Und zwar wirklich aus dir heraus, dass du erfüllt bist. Das ist die Basis und das sollte auch die Basis von deinem Business sein. Erfüllung, pure Erfüllung und Leichtigkeit. Ja? Ich weiß, dass hier oft so dieses Thema, ja, aber es ist nicht leicht, seine Berufung zu leben. Erstens mal will ich dir sagen, das ist eine Geschichte, die wir irgendwann mal übernommen haben und sie glauben. Und es mag sein, dass auf dem Weg dorthin vielleicht es sich nicht immer ganz so leicht anfühlt. Aber wenn du deine Berufung lebst, also wenn du deine Erfüllung, wenn du Dinge tust, die dich erfüllen, dann folgt zwangsweise ja, die Leichtigkeit. Wenn du dir selbst folgst, wenn du all die Masken ablegst, wenn du dir erlaubst, vollkommen du zu sein, wenn du dir erlaubst, vollkommen in deine Kraft und Macht zu kommen, deine Buntheit, deine, was auch immer du, was dich auch immer speziell ausmacht, wenn du das dir erlaubst, so zu leben, dann folgt die Leichtigkeit, weil du dich selbst lebst. Du musst dich nicht mehr verstecken. Du musst nicht mehr vielleicht einen Job machen, wo du zu gar keinen Bock hast. Du musst nicht mehr irgendwie morgens um 6 aufstehen, um um 7 oder um 8 irgendwo zu sein, wo du eigentlich gar nicht sein willst. Du musst das nicht mehr. Das fällt alles weg. Und du entwickelst alles aus dir heraus. Und das ist die Leichtigkeit. Ja, wenn du deine Erfüllung, deine Berufung lebst, kann es manchmal auch turbulent sein. Es kann auch herausfordernd sein. Aber trotzdem, wenn es deins ist, ist es trotzdem Leichtigkeit. Und genau das, wenn du deine Erfüllung lebst, wenn du dir erlaubst, deine Leichtigkeit mit deiner Erfüllung zu leben, daraus folgt der erfüllende Erfolg. Genau daraus.
Ja, also das ist die Basis, das ist die Essenz sozusagen von meinem Wirken. Und wenn dich das interessiert, wenn du auch mit am Start sein möchtest und wenn du dich nicht mehr quälen möchtest, wenn du nicht mehr ein Leben, ein Businessleben oder dein berufliches Wirken nicht mehr damit verplempern möchtest, dass du deine Lebensenergie hergibst, wenn du sagst, ey, ich bin bereit, ja, ich bereite mich jetzt darauf vor, ich gehe dafür, für das, was ich wirklich will, ich übernehme Verantwortung, ich warte nicht mehr auf irgendetwas und ich will genau das, ich will dazu beitragen, dass mit meinem Wirken diese Welt wundervoller, großartiger, schöner, reicher ist und dass ich auch erfüllter, glücklicher, reicher und ja, freudvoller, ein Leben voller Erfüllung lebe. Genau darum geht es. Ja, das ist nämlich so ein schönes Zusammenspiel. Wenn wir wirklich unser Seelenbusiness leben, ein seelengeführtes Unternehmen leben, und das ist nicht nur für uns ein Geschenk, sondern es ist auch für die Welt ein Geschenk. Und es ist so ein geiles Zusammenspiel. Also es macht eigentlich total überhaupt keinen Sinn, noch irgendwo in irgendwelchen Jobs zu verharren oder zu warten, was wir eigentlich nicht wollen. Ja. Also, was soll ich sagen? Wenn Elle dich anspricht, ja, wenn es bei dir kribbelt, du sagst, ja, das möchte ich auch, sollte auch die Basis für mein, sollte auch mein Manifest sein, ja, für mein Business. Also Elle, Erfüllung, Leichtigkeit, Erfolg. Wenn das auch deine Basis sein soll, dann lade ich dich ein. Ich begleite dich gerne eben durch das Celebrate Your Business Passion Projekt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die nächste Möglichkeit, die für dich ansteht, ist das dreimonatige oder 90-tägige Begleitung. Das ist eine Begleitung für Menschen gedacht, die tatsächlich jetzt entweder ein Seelenbusiness gründen oder bereit sind, ihr Business in ein seelengeführtes Unternehmen, ja, zu verwandeln, wo eben Elle die Basis ist, wo Erfüllung, Leichtigkeit, Erfolg Basis und Programm ist, ja. Und genau das dafür steht, diese 90 Tage. Es ist eine Begleitung, eine Intensivbegleitung, wo wir Klarheit zu deinem Seelenbusiness, wo du Klarheit erlangst und wo du lernst, dein Seelenbusiness tatsächlich voller Leichtigkeit, erfüllt und erfolgreich zu manifestieren. Und ich meine wirklich manifestieren, sichtbar zu manifestieren. Genau, ich freue mich darauf, denn ich genieße es aktuell, habe ich ja auch Celebrate Your Business Passion Gruppen und es ist so schön zu sehen, dieses gemeinsame Wirken, dieses zum einen gemeinsame Wirken und zum einen zu sehen, die Einzelnen, die ja, was alles schon in so kurzer Zeit, es sind jetzt gerade 3 Wochen oder nicht mal 3 Wochen seit Startbeginn vom aktuellen Programm und was sich da alles schon tut, was die einzelnen Menschen hier schon alles sozusagen auf den Weg gebracht haben und wie sich schon immer mehr in ihre wundervollste Identität von sich selbst und dem eigenen Seelenbusiness hineinschlüpfen und es auch leben. Ja, also es ist unglaublich, was passieren kann, wenn man wirklich ganz eng zusammenwirkt. Und ich bin hier nicht, dieses Programm ist nicht so, dass du, keine Ahnung, wöchentlich irgendwie mal, dass wir zusammenkommen oder dass du ein paar Videos dir anschaust und so weiter, sondern es ist wirklich ein Begleiten, ein Begleiten, ein persönliches Begleiten. Deswegen sind auch die Gruppen, die ich begleite, nicht besonders groß. Ja, sie sind überschaubar, wie ich das immer nenne, so dass ich wirklich auch mit jedem tatsächlich in diesen Austausch innerhalb der Gruppe kommen kann. Ja, es kann natürlich keine Einzelbegleitung ersetzen, aber auch da gibt es die Möglichkeit, das zusätzlich dazu zu buchen. Also es ist alles möglich. Ja, und ich gerade meine Begleitung, das Celebrate Your Business Passion, diese Begleitung, die mache ich sehr persönlich und deswegen führe ich auch gerne die Gespräche, dieses Onboarding und schaue, okay. Was passt am besten für dich persönlich? Wo stehst du und welche Art der Begleitung ist vielleicht für dich das Richtige? Vielleicht ist es nur das Gruppenprogramm, vielleicht brauchst du aber tatsächlich oder willst eine 1:1 Begleitung oder eine Kombination aus Gruppe und Einzel. All das ist möglich. Das müssten wir einfach besprechen, was gerade eben bei dir ist, ja. Damit wirklich dieses Elle-Manifest, ja, dass es auch deine Basis ist. Ja. Also ich freue mich, weil ich sehe einfach, wie wundervoll das ist, wenn Menschen tatsächlich beginnen und bereit sind. Das ist die Basis. Also dieses, ja, es wäre schön, wenn und so weiter. Ganz ehrlich, das ist alles aus meinem Feld. Dazu habe ich überhaupt keinen Bock mehr, mit Menschen zusammenzuwirken, die mir erzählen, die können jetzt nicht, weil.
Okay, kann sein, aber wie gesagt, nicht mehr in meinem Feld. In meinem Feld sind Menschen, die einfach bereit sind, diese Welt so zu gestalten, wie sie sie auch wirklich wollen. Und nicht nur sagen, es müsste was gemacht werden, das ist nicht in Ordnung und so weiter. Das, wie gesagt, ist nicht mehr meine Welt. Und das sind auch nicht meine Lieblingskunden. Wenn du zu dieser Menschengruppe gehörst, bist du nicht mein Lieblingskunde. Aber wenn du sagst, ja, ich bin bereit, ich weiß vielleicht noch nicht so genau wie oder ich habe schon eine Ahnung, aber ich tue mir schwer in der Umsetzung, weil ich kann nicht dranbleiben, weil immer wieder was dazwischen kommt, aber du willst, dann bist du bei mir richtig. Und deswegen 90 Tage richtig Gas geben. Das ist Transformation pur. Das ist Erleben pur. Das ist einfach nur Freude, ja, und Entwicklung, manchmal auch herausfordernd. Es kann, gibt auch die ein oder andere Träne, aber was da alles passiert, das ist, wie gesagt, ich kann nur sagen, es ist großartig, aber ich kann dir viel erzählen. Letztendlich geht es auch nur darum, du entscheidest, was du willst. Du entscheidest auch über den Erfolg, den wir zusammen haben. Wenn du sagst, schauen wir mal, dann ist es schauen wir mal. Aber wenn du bereit bist, und das merke ich ja im Onboarding, ob jemand wirklich bereit ist. Und das ist auch nur genau die Menschen, mit denen wirklich auch nur genau mit diesen Menschen zusammen, die sagen, nicht nur, ich probiere das mal, dann ist es nichts für dich. Aber wenn du sagst, yes, dann ist es was für dich. Genau, jetzt weißt du Bescheid. Jetzt weißt du, was die Basis von meinem Business ist und die Basis von dem, wie ich Menschen begleite. Also, ich freue mich auf dich über dem Video, unter dem Video, wo du das dann schauen wirst. Siehst du den Link, das ist heidimariewellmann.de/seelenbusiness und da findest du alle Informationen, die du brauchst und kannst dann gleich auch in die Pushen kommen. Genau, wie gesagt, denk dran, beim Gruppenprogramm sind nicht so viele. Und es macht total Sinn, einfach da auch in die Gänge zu kommen. Und wenn du willst, ja, wenn das dich anspricht, dann dich einfach hierfür zu bewerben. Okay, also ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.